Juwelenspeer. Yummy. Gibt nicht mehr. Nee, gibt's nichts mehr. Okay, nö, das war das schon mal. Und jetzt können wir natürlich. Das krallenmäßig auf 6 machen. Hm? Und die Harpune auch. Glaube ich zumindest. Ja. Ja, ja, ja. 5, 4 zu brauchen. Schwert muss man was finden, ey. Ja, das hängt ja nicht an uns ab, sondern an den Bossen. Schorf, Papa, Heitsche. Okay, dann wollen wir mal hier die bestimmte Person jetzt ansprechen. Wir haben den Goldbaum. Moment, da müssen die wir jetzt. Da müssen wir jetzt auf die Mauer. Okay, auf die Stadtfestungsmauer. Genau. Und rennen! Ja, 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 machen wir doch. So. Ja, wir müssen jetzt ans andere Ende der Mauer. Okay. Oh, okay. Kein Ding. Ja. Oh. So. So, und jetzt müsste hier eine Person sein. Genau, die müssen wir ansprechen. Achso, machst du? Ich, ja. Du. Also ich. Du. König Midas hat den Palast am Stadtrand verschlossen. Doch dann hat ein Spion aus Tasnika den Schlüssel gestohlen. Den Spion hat man zwar gefasst, aber den Schlüssel nicht gefunden. Leider nicht mehr gefunden. Siehst du, ha, ich bin gut im Voraus an. Ja. Kennen wir einen Spion aus Tasnika? Nö, ich nicht. Doch. Ja, werden doch. Die nette, gute Maria. Achso. Ist die das? Aus der Südstadt. Achso. Vom Josef, oh. Die Maria. Toni. Ja, ja. So, Moment. Wo ist die denn? Südstadt, die müsste eigentlich hier irgendwo sein. Moment. Genau, das müsste die schon sein. Ist doch keine Stadt. Doch. Ja, so sieht das ja nicht aus, aber ist ja auch nur eine kleine Stadt. Und ja, hier ist die Maria. Yay. Genau. Ach so. Sie haben meinen Mann eingesperrt, weil er den Schlüssel zur Goldfestung gestohlen hat. Hier, ich habe den Schlüssel bei seinen Sachen gefunden. Aber was soll ich mit dem Schlüssel? Ich glaube, ihr könnt ihn besser gebrauchen. Dum-dum-dum. Schlüssel erhalten. Geil. Haustürschlüssel. Ja. Ja, den kann man hier leider auch nirgendwo sehen. Im Ringmenü. Schade. Hm. So, dann. Tipp. Genau, dann rufen wir wieder Lufti. Und dann geht's wieder zurück zur Goldstadt. Sehr gut. Ja. Yay. Sehr gut. Die haben sogar extra auf eine Insel abgeschottet. Ja. Können sich ja leisten. Ja, die. Geld. Nee, ich bin so reich. Das Leben auf der Goldinsel ist verdammt teuer, leider. Okay, die scheint nicht allzu gierig zu sein. Ist auch gut. Das ist die Goldfestung. Hier darf niemand hinein. Mhm. Willkommen in der goldenen Stadt des Imperiums. Oh, danke. Ist das hier das Hauptquartier von Imperium? Ich hab den sogar angequatscht, dass hier niemand rein darf, aber pff. Ja, wir gehen trotzdem rein. Egal. So, willkommen im nächsten Dungeon. Ach so, ich dachte, so lol. Das ist hier die sogenannte Goldfestung. Mitten in der Stadt, natürlich. Ja. Dass da noch kein Einwohner reingegangen ist. Ach, da sind ja Monster drin. Deswegen war die Tür auch vorher abgeschlossen. Ach so. Das hat man nie bemerkt, dass man denn irgendwie. Der Zombie-Fuchs vor allen Dingen. Hm? Mhm. Dass sie irgendwie verschlossen war oder irgendwie eine Schüssel genommen hat. Hat man nie. Hab ich nie irgendwie gesehen. Pflanzenorb. Yay. Okay. Ach, ich muss schon wieder gucken, wie weit ich bin. Das ist ja, ja, das Wahnsinn. kannst du. 4-3 nach, okay. Oh, ein das Assassination Ninja. Genau. Ha, billige Tricks hier zum Verstecken, aha. Billig, ey. Alter. Billig. Zack. Gleich gesehen. Boah, wer hat hier so viel Schaden gemacht? Das warst du diesmal. Nein. Doch, hundertprozentig. Was ist das denn? So. Lol, das ist die sogenannte Zaubersperre. Ja. Bitte keine Falle, bitte keine Falle. Okay. Alkohol sind so viel. Oh Mann,
Das fängt jetzt schon wieder gut an. Oh Junge, mach Oma was. Jawoll. Oh, das tut gut, wenn man auch selbst mal so viel Schaden macht. Ja, super. Ja. Das finde ich sehr gut. Yay, ich kick den Fuchs weg. Kick in the ass. Genau. Bam. Und kaputt. Gut. Ja. Das ist ja sehr gut. Und noch ein Fuchs. Tja. Da wir so eine hohe Verteidigung haben, machen die uns natürlich jetzt auch keinen Schaden mehr. Ist auch gut. Sehr gut. Und willkommen beim nächsten Boss. Was ist jetzt schon? Oh nein! Ernsthaft? Lol. Da kommen macht der auch wieder so Breakdance-mäßig irgendwas los? Ja, da kommen sehr schlechte Erinnerungen. Oh, dein Südschrein gebasht, ey. Kuscheltiger. Da oben. Warte mal kurz, ich mache kurz Analyse auf ihn. Ja, gerne. Hoffentlich hat er eine Schwäche. Nee, ich glaube nie. Denk doch mal positiv. Ja, okay. Ich will mich nicht schon wieder aufregen. Oh, der hat ganz schön viel Leben. Zappelnova, lol. Scheiße, der hat keine Elementschwäche. Die ist aber schon gesagt. Also, klopft mal rein. Okay, komm, dann probiere ich mal Nocturne direkt auf Level 5. Ah, das Granaten. Oh, 89, scheiße. Und jetzt mal das andere noch. Mach mal Vesuvio. Flame Gas. Und? Zack. Auch nicht so viel. Wow. Feuerhagel. Hallo. Der hat eine verdammt hohe Abwehr. Magieabwehr, meinte ich. Puh, der hat keine Schwäche. Zack, zack, Kübelregen. Oh. Säureblasen. Lol. Verätzt alles. Er hat keinen Schaden gemacht. Auch gut. Zappelnova. Hat auch keinen Schaden gemacht. Lol. Jetzt nochmal Nocturne und das andere probieren. Die Höllenaura. Also, genau. Die macht so gut wie keinen Schaden. Das sage ich dir jetzt schon mal. Ist das so? Ja. Ich glaube, die macht nur einen Schaden. Ja, siehst du? Deswegen, dann wird die hartes Granaten. Hey, das. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Und die Animation finde ich so cool von Nocturne. Oh. Lol, warum macht er jetzt auf einmal so viel Schaden? Lol. Alles Granaten. Oh, unten. Endlich greifen wir da an. Oh, toll. Komm, du scheiß Tiger, ey. Dein Bruder hat schon und so viel Ärger gemacht. Aber der hat einen ganz fiesen Trick auf Lager, der Tiger. Ja? Ja, der kommt gleich. Der kommt gleich. Au, wow. Och, Mann. Scheiß Tiger. Oh, gut. Oh, ist er wieder oben. Nö. Wenn er oben ist, machen wir den immer schön mit Zauber. Du kannst auch Zaubern benutzen. Achso. Vesuvio, genau. Natürlich. Ist ja bloß der Angel. Und? Double. Ey, nochmal. So. Oh, die Bossmusik ist einfach so geil. Oh, hier geht's richtig ab. So, und das ist das Gemeine. Kopf abgetrennt. Jetzt ist er tot. Leider nicht. Wie jetzt? Beim ersten Mal. Was denn? Ja, beim ersten Mal, wo ich den gemacht habe, habe ich mich total verarscht gefühlt. Alter, was? Und da hatte ich nichts mehr. Und da hatte der Tiger mich so gut wie kaputt gemacht. Jawohl, kaputt. Und ich hatte da sehr wenig Leben gehabt. Und der hat mich aufgeregt, der Tiger damals. Was? Als Kind. Als Kind. Oh. Das war eine kleine Verarschung mit dem Kopf ab. Bam. Yay. Yay, 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 yay. Weiter geht's. Nö. Also, nö.
Bumerang Orb. Achso, okay. Boah, ich glaube, den können wir jetzt auch schon bis Level 6 trainieren. Shiatsu Kapuni. Sind wir dann mal bei so weit? 5 schon. Nein, dann machen wir was anderes machen. Hier ist wieder eine Truhe. Und. Axt-Orb. Ja. Hallo. Hallo, Fuchs. Jetzt sieht man dich nicht, aber jetzt sieht man dich. Wow, boah, jetzt hab ich mal 170 Schaden gemacht, lol. Geht doch los, ey. Geil. Ninja-mäßig. Jetzt hab ich dich wirklich gesehen. Boah, sehr gut. Sehr gut versteckt. Endlich. Ey. Axt erreicht Level. So. 5. Okay. Geht aber trotzdem nur bis 6, aber wir machen was anderes erstmal. Zum Beispiel mal hier, das kann auch nur bis 6 hier, die Peitsche und so. Das kann auch nur bis 6. Oder die Lanze. Aber wir machen vielleicht erstmal was frauentypisches, also Hus. Tony. Ja, 69, eins mehr. So, ja, wenigstens ja. Ein Schaden mehr. Und wie weit bin ich denn überhaupt? Boah, ich halte das Let's Play ja so auf, ey, der Wahnsinn. Was hab ich jetzt hier? Das hier, ne? Ja, oh, 73, die Lanze. Blub, ey. Oh, ich hab hier gerade Krabschall gehört. Ja, Krabschall, echt jetzt? Ja. Oh. Die Krabschall hier aber nix, ey. Ja, hab ich doch richtig gehört. Macht über die Land die Klaue O jetzt so Spaß? Wo du erst sagst, nee, will ich nicht so. Boah, dass ich mal so viel Schaden mache, ist ja unglaublich. Ja, sehr gut. Na toll, ne Walnuss, super. Da gefällt dir wohl die Klaue auch jetzt gut? Ja. Mach schon wieder einen Boss. Wie, noch ein Boss. Ey, hier ist ein kleiner Boss-Marathon. Minotaurus irgendwas. Nee, ja, der sieht genauso aus wie der Minotaurus, aber der heißt anders. Blutbulle. Ah. Gott, au, wow. Ja. Der Großgras. Und? Fürchtet er jemand? Ja, Elektra, super. Okay, dann benutze ich mal den Orkanschub. Okay. Probier mal. Toni, probier mal gleich wie Sufio. Wieso? Wenn du gegen Elektra läufst? Lol, ich bin bewusstlos, aber ich laufe trotzdem noch. Geil. Mich interessiert mal, wie viel Schaden wie Sufio macht. Ah, nicht so nah an ihm. Oh. Naja, geht. Okay, ich. Naja, geht. Na, der ist sehr gefährlich. Wow. Der gerammelt, ey. Schon wieder bewusstlos. Lol. Bleib halt unten liegen. Ja. Notdruck. Viel Spaß, Mann. 100. Viel Spaß, Mann. Oh. Double Wolverine Finger. Was hat er gerade vorgehabt? Da wollte gerade Wolverine Finger ausfahren hier. LOL! Wolverine Finger. Oh, der verteidigt sich. LOL. Ich benutze mal eine Walnuss. Boah, hat der Moves drauf. Wahnsinn. Was man. Der ist ja sogar besser als sein Bruder. Wahnsinn. Also ich meine jetzt den Minotaurus. Ja. Oh. 39. Oh, müssten vielleicht noch was machen, aber gut. Ja, erstmal heilen. Und dann versucht mal die Schutz. Oh, ja. Egal. Ich wollte gerade sagen, ja, dann aktivieren mal schon die Schutzaura demnächst, aber naja, okay. Hat sich schon erledigt. Ruhig. Und das war der Glutbulle. Wie es mal krass weitergeht, Mann. Aber sowas von. Das ist auch, und unser Heilzauber hat nichts bewirkt. Gut. Doch jetzt. Und weiter geht's. Bogen auf schon wieder. Boah. Und noch höher. Und der nächste Boss. Aber nein, diesmal nicht. Die Musik hat sich jetzt total verändert. Hey, willkommen. Hallo. Laterna, ich bin Laterna. Der König hat mich als Sklaven missbraucht. Aha. Er hat mich gezwungen, die ganze Insel in Gold zu verwandeln. Oh oh. Hm.
Du musst zurück. Nehmt mich mit, das Böse muss aufgehalten werden. Jo, das war ganz gut. Willkommen, Laterna! Yay, Laterna schließt sich an. Sehr gut. Ja, dann berühren wir kurz den Samen. Ja. Achso, hier jetzt. Oh. Yay. Die heilige Kokosnuss. Yay. Kraft des Saftes. Kraft des Samens. Des Saftes. Des Samensaftes. So, als kleine Info. Wir haben jetzt 6 Mana-Samen. Oh, krass, Mann. Wie viel gibt's überhaupt? Wie viel Mana-Samen? 8 oder was? 8, genau. Krass. Ja. Also. Und dann machen sie mal wieder. Also, wie gesagt, jetzt kann die Koboldin Laternen nicht benutzen. Dafür hat sie ja Nocturne. Genau. Und das Mädchen hat Laterne. Also, das ist genau das Gegenstück von der Koboldin. Die Koboldin beherrscht den Dunkelheitszauber und das Mädchen den Lichtelementgeistzauber. Also, okay. Gut, dann erklären wir mal kurz die Lichtklinge. Ja, die macht, die hat an sich keinen nützlichen Effekt, nur dass wir halt die Kraft des Lichtes erhalten. Aha. Okay. Dann der Laser Inferno ist ein Angriffszauber. Den kannst du dann später auch sehr häufig benutzen, weil der sehr stark ist. Und 8 kostet. Ja, aber dementsprechend macht er auch sehr viel Schaden, wenn er gut trainiert ist. Ja, kann man 4-mal einsetzen. Dann brauchst du ja auch schon. Ja, den zu erklären ist jetzt ein bisschen schwierig. Da kommen halt ein Laserstrahlen auf den Gegner zu. Ja. Aber das schon mal gesehen. Ja, das. Laser Inferno. Genau. Von den Augen. Und wir haben das Energieschild. Was macht denn das Energieschild nochmal? Genau. Das schützt uns vor physischen Attacken. Achso, sehr krass. Ja, also, ja, okay, jetzt auf Level 0 bringt das jetzt noch nicht allzu viel, aber wenn der. Ja. Wenn der Terner so Level 6 bis Level 7 ist, dann wow, dann lohnt sich das schon mehr. Okay, cool Sache. Ja, das war eine kleine Erklärung wieder. Dankeschön, immer gerne. Bitte, bitte. Ja, und wie gesagt, jetzt können wir alle Elementgeister bis auf Level 6 trainieren. Das ist sehr spaßig. Ja, Laterne zu trainieren wird eklig. Ja. Ja. Okay. Können wir mal hier bleiben oder wo möchtest du jetzt noch hin? Oder möchtest du nur noch weitermachen? Nur ganz kurz ins Inn. Ja, dann machen wir noch. Dann klammern wir noch das Inn ab. Ja, und dann werden wir noch schnell offscreen noch die Zauber leveln und dann reicht das erstmal für heute, oder? Dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal genauso. Genau. Ja, verabschieden wir uns da jetzt noch von euch, dann werden wir noch mal kurz schlafen gehen. Zusammen hier in goldenen Betten natürlich. Weißt du, als woanders sein? Ja. Dann muss ich auch mal Luxus gönnen. Das ist ja Luxus pur. Ah, mir fällt gerade ein, wir müssen noch eine Weste für den Jungen holen. Ja, das können wir auch noch machen so. Zeigen wir euch schon alles. Mal irgendwann. Ja. Mal wieder da sind. Nee, jetzt gleich noch. Ganz schnell. Das geht ja ganz schnell. Also, okay. Ich glaube, das Geschäft ist auf der anderen Seite. Genau. Okay. Boah, aber dass die 30.000 kostet. Wahnsinn. Ich find's gut. Das macht so gut. Also einmal noch die Weste, die Dämonenweste. Ja. Das kostet 21.000. Mhm. Hätte mich mal interessiert, was sie so gemacht hat. Der Bikini hier, was er so gemacht hat. Gemacht hätte. Ja, aber wie gesagt. Oh shit, jetzt haben wir nur noch 561 Goldmünzen. Eieiei, ich glaube, wir müssen. Ich glaube, wir müssen auf Screen dann auch ein bisschen Geld farmen. Ja, vielleicht mal ganz cool. Ja, aber die Sachen, die werden noch teurer. Deswegen. Obwohl, wir verkaufen ja jetzt einen Zauberabfang. Dann haben wir ja wieder ungefähr 8.000 Goldmünzen wieder zusammen. Hm. Dann haben wir zumindest wieder ein bisschen Geld. Dann sind wir nicht so arm. So, meine Freunde, hatten wir doch alles. So gut, jo. Sehr gut. Noch etwas? Nichts. Gut. Auf Wiedersehen. So, da haben wir das doch geschafft. Ja, sehr und gut. Bevor wir aufhören, ja, sage ich nur im Voraus, dass wir immer jetzt
die Elementgeister an den Orten trainieren, die ich vorhin gesagt habe. Also die Koboldin in der Wüste bei den Spinnen und das Mädchen im Windpalast bei einem Opa von der Koboldin. Da werden wir ab sofort immer die restlichen Zauber, die noch kommen, auch noch trainieren. Hm. Was mache ich da? Einkaufen können, machst du noch. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Mhm. Wir wollten ins Inn. Genau. Das war hier. Okay, okay. So, dann nochmal übernachten haben wir ja schon. Nur speichern. Genau. Jo, auf die. So ist das. Gut. Frei. Dann bauen wir uns jetzt mal hier ein gutes Plätzchen suchen hier. Am besten mal hier irgendwo so, auf der Hauptstraße. So, hier so. Hier so gut. Okay. Ja, auch auf der Golden Hauptstraße suchen wir uns jetzt hier mal verabschieden wieder. Genau. So, Dankeschön fürs Zusehen. Ja. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu arbeiten. Das macht mir auch viel Spaß, mit dir zu arbeiten. Dankeschön. Und ich hoffe, unsere Zuschauer gefällt auch unser Let's Play. Ich denke weiterhin. Doch. Jo. Ja, dann verabschieden wir uns mal, ne? Genau. Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns nächste Mal. Bis demnächst. Es werden dann bestimmt wieder irgendwann mal Videos kommen. Also, da war es jetzt irgendwann. Ich habe ja erstmal jetzt Umzug und so. Wollte ja kurz Zwischeninfo geben. Hier mit Umzug bei mir. Könnte vielleicht etwas ins Stocken geraten dann, diese Parts. Aber ich denke schon, dass es dann noch einigermaßen regelmäßig was kommen wird. Ja, das wird ja dann hoffentlich nicht so ein großes Problem sein dann. Nö, ich denke nie. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer genug Geduld haben. Ja, ich denke schon. Gut. Also, Eisern schon tapfer durchgehalten haben bis jetzt hierhin. Dann wird das ja bestimmt auch kein Problem sein, denke ich mal. Ja, genau. Jo, dann haben wir es zwar schon mal gesagt, aber wir danken euch trotzdem fürs Zusehen. Ja, und vielen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal, liebe Zuschauer. Bis demnächst. Jo, macht's mal gut, ne? Tschüss. Ciao.